Hallo, liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Ja, ich stelle euch heute nochmal mein neues Lithiumsystem vor von Forster. Da habe ich mir mal das Prachtstück ausgesucht. Die gibt es in 200 Amperestunden und in 240 Amperestunden. Integriertes BMS-System selbstverständlich und diese neue Zellentechnologie. Blende ich nochmal ein, wie das aussieht. Wie gesagt, das Allerneueste, was es auf dem Markt gibt, gibt es den Grimma. Und in Bockhorn bei GNS. So, ja, was ist zu dieser Batterie zu sagen? Ich bin froh, dass ich die exklusiv bekomme, ja, von Forster. Da werden wir ein Vertriebsnetz aufbauen. Da haben wir schon einige Dinge besprochen, die auch schon in die Tat umgesetzt sind. Diese Batterie wird es nicht an jeder Ecke geben, so wie das bei anderen Systemen gibt, wo du das gilt wahrscheinlich demnächst noch am Kiosk kaufen kannst. Das wird es hier nicht geben. Ja, wir werden auch eine andere Qualitätsstufe werden wir hiermit kreieren, beziehungsweise werden wir hiermit vermarkten. Und diese Batterie könnt ihr schon auf meiner Homepage, die ich hier einblende, könnt ihr euch die schon mal angucken, was es da alles gibt, welche Größen. Es gibt noch viel mehr davon, aber die gängigsten Größen fürs Wohnmobil habe ich natürlich auf meiner Homepage aufgenommen. Ja, was die leistet, das Datenblatt, kannst du alles da in oder auf dieser neuen, auf meiner neuen Homepage sehen. Aber ich erzähle euch jetzt mal was aus der Praxis, das mache ich ja am liebsten. Ja, diese theoretischen Kram, das ist ja eigentlich ja nicht mein Ding und was ich so alles können muss und können kann und vielleicht und wenn das stimmt, das ist ja alles ja nicht mein Ding. Ich habe die ja getestet und ich habe auch schon ein schönes Video darüber gemacht vor ein paar Wochen. Da habe ich mir die kleine Version, die 100 Amperestunden Version genommen, habe die in meinem Büro an einen Wechselrichter montiert oder auch Wechselrichter an die Batterie und habe Thermomix laufen lassen. Für die Frauen auch ganz interessant, guckt euch das Video mal an. Also Thermomix, dann eine Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat. Dann hatte ich eine Heißluftpistole dran, um mal auch zu zeigen, wenn viel, viel Strom benötigt wird, dass die nicht in die Knie geht. Ja, und dann hatte ich da noch einen Stemmhammer, eine Bohrmaschine, eine pneumatische Bohrmaschine, ein Hilti und ein Hitachi war es, glaube ich. Ja. Nur mal zu zeigen, dass es geht. Das ist natürlich gewaltig, gerne so schleppt einen Stemmhammer mit dem Wohnmobil. Aber macht nichts, kann man trotzdem machen. Ja, ich könnte ja auch mal auf die Idee kommen, um auf irgendeine Baustelle zu fahren, um mehr da, damit wir die Arbeit da besser von der Hand geht. Aber das ist, glaube ich, zweitrangig. Für unsere Wohnmobilisten habe ich mir dieses System ausgesucht, weil ich von dieser Qualität überzeugt bin. Erstens mal von dieser neuen Zelle, die da drin ist und auch die neue Verpackungseinheit pro Zelle und natürlich das neu programmierte BMS-System wird noch feiner, noch intelligenter und nervöser reagiert, damit du diese Batterie nicht kaputt machen kannst. Das habe ich ja immer erklärt. Und ich bin ganz stolz darauf, dass wir eine Zelle haben, die aus einer Batterie, wir sprechen über eine Batterie, habe ich im letzten Video, ich verlinke das nochmal unten in der Beschreibung, könnt ihr euch das Video gerne nochmal anschauen, 200 Ampere Dauerentnahme raushole. Ja? Ich kann also einen ganz normalen Arbeitsvorgang, ja, ob ich die 200 Ampere jetzt da rausziehen kann, bis die ganz leer ist, ja, weiß ich nicht, ob man das ausprobieren muss oder ob die das können muss. Ich glaube eher nicht. Ja, macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber was die können muss, ist ein Dauerentnahmestrom für alle meine Geräte. Das ist doch das, was die können muss. So, und das können viele andere Batterien halt nicht auf dem Markt. So, und deswegen habe ich mich für diese Batterie entschieden, weil die 200 Ampere kann. Weil da bewegen wir uns nicht immer am Limit. Ja, wenn ich jetzt einen Föhn anmache, einen starken Föhn, der hat 150 Ampere, die der aus der 12-Volt-Seite herauszieht in den Wechselrichter. Der Wechselrichter macht 230 Volt und ich kann mich dann föhnen. Aber auf der 12-Volt-Seite, also hier und hier, fließen 150 Ampere. Das ist eine Riesenmenge Strom. Da hustet die einmal und legt sich angenehm zurück und wartet ab, bis alles vorbei ist. Ja? Weil die noch Reserven hat. Das sind nämlich 50 Ampere bei 150 Ampere. Aber es gibt jede Menge Batterien, die das nicht können. Es gibt Batterien auf dem Markt, die haben 150 Ampere Dauerentnahmestrom. Wenn du da 150 dranhängst, sicherlich kann die das auch, aber die ist ja immer am Limit. Also warum sollte ich mir sowas antun? Also ich mag das nicht, wobei diese Batterie noch nicht mal teurer ist. Oder nicht viel teurer ist. Das ist verschwindend gering. Ja? Und deswegen habe ich mich für diese Batterie entschieden. So, jetzt habe ich einen Hersteller an der Hand, der
sagt, Mensch, das Konzept gefällt mir, diese Franchise-Geschichte gefällt mir. Du kriegst von mir diese Batterie exklusiv. Wir haben demnächst noch einen anderen Vertriebsweg, den werde ich aber noch ankündigen. Das ist auch immer Abstimmungssache mit dem Zulieferanten, das ist ja klar. Aber diese Batterie gibt es jetzt erstmal in Grimma und in Bockhorn. Und da bin ich auch mächtig stolz drauf, weil sie auch einiges kann. Ne? Man muss ja nicht irgendwie mit irgendwas hinterm Berg halten und sagen, ja, wir haben das Beste. Das ist ja Quatsch. Es gibt ja noch andere Batterien, die 200 Ampere können. Ja? Da musst du nur mal die Augen aufmachen. Ne? Wenn ich mich für Lithium-Batterien entscheide, und das wollte ich auch nochmal grundsätzlich sagen. Also fast alle Anfragen oder alle Interessenten, ja, die sich jetzt eingelesen haben, die jetzt nach einer Lithium-Batterie suchen und die das vielleicht auch selber machen wollen und ja, oder die mich dann anrufen, da hörst du immer wieder raus, da die Äpfel mit Birnen vergleichen, ja, weil man nicht genug Informationen bekommt oder sich nicht genug informiert hat, das ist so. Und dann hast du zack, falsch gekauft, ja, falsch in Anführungsstriche, ja, vielleicht nicht das Richtige, so kann man das besser ausdrücken, vielleicht nicht das Richtige gekauft, so. Dann hast du schnell gemacht und hat merkst du dann noch irgendwann in der nächsten Zeit und dann hast du sie aber gekauft. Insofern würde ich immer die Augen aufhalten. Was kann so eine Batterie? Und gibt es da einen Hersteller, der vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht den Dauerentnahmestrom so ein bisschen weglässt? Wird gar nicht darüber geredet. Da steht 200 Amperestunden drauf. Das ist ja schon mal eine tolle Zahl. 200 Amperestunden. Das ist aber die Grundkapazität dieser Batterien. Hat nichts mit der Leistung zu tun. Also mit der Entnahme. Ja, mein BMS entscheidet das und meine Zelle. Kann die Zelle das oder kann sie das nicht? Googelt das doch einfach mal. Sprecht doch mal mit einem Batterieexperten. Der erzählt euch mal, was es für unterschiedliche Zellen auf dem Markt gibt. Es gibt primitive Zellen und es gibt hochwertige Zellen. Das ist wie bei allen anderen Dingen auch. Ja, wenn ich euch unsere Solaranlage vorstelle, ja, dann sage ich immer, guck mal, hier meine Blechkontaktzelle, lötstreifenfrei, US-Patent. Ja, die sucht seinesgleichen. Ja, die wird ständig irgendwo bei YouTube getestet und es kommt immer wieder dasselbe dabei raus. So, die habe ich schon 20 Jahre im Programm, weil das einfach das Beste ist. Und wenn es irgendwann mal was anderes gibt, was Besseres gibt, werde ich da noch ein Programm haben. Das ist doch ganz einfach. Ja, aber ich kann ja nicht sagen, ich vergleiche jetzt eine Blechkontaktzelle, ja, gegen ein Lötstreifenmodul, Solarmodul. Das kann ich ja nicht machen. Ja, nur weil die andere vielleicht 300 Euro günstiger ist, ja, dann nehme ich ja, Solar ist nicht gleich Solaranlage, so ist das bei Lithium-Batterien auch. Wenn ihr euch also für eine Lithium-Batterie entscheidet und ihr guckt auf ein Datenblatt, was man euch liefert oder gibt oder geben muss, guckt nach dem Dauerentnahme. Guck hin und nicht kurzfristige Dauerentnahme. Nee, Dauerentnahme. Wir sprechen über eine Dauerentnahme. Und zwar eine Dauerentnahme, wenn ich mich jetzt föhne, ja, viele machen das auch geschickt, die schreiben dahin 100 und dann 200. 100 klein und zwar 200 kurzfristig. Was willst du damit? 200 kurzfristig? Nein, Dauer, nicht kurz. Ja, die 200 muss bei Dauer stehen, nicht bei kurz. Aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung. Es gibt gar keine schlechten Batterien mehr auf dem Markt. Ja, das ist so. Aber es gibt welche, die sind halt nicht so geeignet. Drückt man das mal so aus. So, und deswegen habe ich diese Batterie im Programm. Und das sage ich auch ganz deutlich und da werde ich auch bei bleiben. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine habe, die 150 Ampere Dauerentnahmestrom habe, dann muss ich ja zwei von nehmen. Da bin ich ja gezwungen, zwei zu nehmen, um auf die 300 zu kommen. Dann habe ich natürlich genug. Dann kannst du so eine Batterie nehmen. Ja, das ist. Wenn ich aber eine da reinstellen will, zum Beispiel mit 200 Amperestunden, kann ich von dieser einen nehmen, weil die 200 Ampere nicht verwechseln mit Amperestunden, ne? Das ist die Kapazität, Ampere-Entnahmestrom habe. Ja? Ich kann natürlich auch 200 Amperestunden Batterie nehmen, die 150 haben, bin ich auch da. Aber die ist ja wesentlich teurer, das ist ja völliger Schwachsinn, ist das ja. Also bitte, wer sich dafür interessiert, ruft mich an, ich kann euch das sagen, ich rede auch über andere Systeme, aber nicht bei YouTube, das gehört sich auch nicht, das mache ich auch nicht, da habe ich auch ja keine Lust drauf. Ja, andere haben auch ihre Marketinggeschichten und die haben auch ein gutes Produkt, überhaupt keine Frage. Ja, und da will ich auch gar nichts zu sagen, aber ich behaupte trotzdem, es gibt gute Batterien und es gibt weniger gute Batterien. Es gibt Batterien mit einer hohen Qualität, mit einer sehr hohen Qualität und es gibt welche mit weniger guter Qualität. Das ist das, was ich behaupte und das ist überall bei jedem System oder bei jedem Material das Gleiche. So, hiermit kann ich mit einer Batterie alles betreiben, ja, wenn ich bis 200 Ampere absichern kann. Kaffeemaschine, Föhn,
Klimaanlage, wenn das sein muss. Ja, so eine Freshjet 2200 läuft überhaupt kein Problem. Läuft einwandfrei. Ja, wobei die 2200 nicht für die Stromaufnahme steht. Ja, das muss man. Es wird auch immer wieder falsch gemacht. Freshjet 2200, die 2200 steht für die Kühlleistung und nicht für die Stromleistung. Das muss man wissen. Die läuft. Ich kann E-Bikes laden. Ich kann zwei E-Bikes gleichzeitig laden mit dem System. Ja. Was kann ich noch alles machen? Kaffeemaschine hatten wir schon. Thermomix. Ja, es gibt immer mehr Frauen, die unterwegs einen Thermomix anklemmen wollen. Das ist hiermit kein Problem. Ein Wechselrichter braucht er sowieso, ob er ein Fahrrad laden möchte, ob er eine Kaffeemaschine betreibt oder eine Klimaanlage. Ihr müsst sowieso einen Wechselrichter haben und da kannst du auch einen Thermomix mitnehmen. Der hat 1500 Watt oder um die 1500. Wir haben auch einen dabei und der läuft auf einer einzigen Batterie. Ja, so, wenn ich jetzt Systeme oder Geräte benutzen, die viel Strom brauchen, dann ist es natürlich ratsam, da zwei von zu nehmen. Dann kommen wir wieder auf die Kapazität an. Wenn so ein Thermomix 40 Minuten läuft, so eine Batterie schon mal leer. Ja, aber du kannst das machen, das ist überhaupt kein Problem. Dann hast du eine andere, aber noch die noch voll ist, beziehungsweise das System ist dann erst halb voll. Eine entsprechende Solaranlage bringt dir die Leistung bzw. den Strom wieder zurück und die EWL ist wieder in Ordnung. Man muss immer wissen, was möchte man machen. Ja, also wenn ich jetzt nur ein paar Fahrräder lade, wir fangen mal unten an, wenn ich jetzt nur zwei Fahrräder lade, so, und ich möchte abends ein bisschen Fernsehen gucken, dann komme ich mit einer Batterie zurecht. Ja, Lichtwasserpumpe, Heizung, der Rest, einen kleinen Wechselrichter habe ich vielleicht mal für den Laptop oder meine Handys und vollkommen ausreichend. Wenn ich aber anfange mit einem Wechselrichter, der mehr Leistung hat, für eine Kaffeemaschine, für einen Föhn, ja, in Verbindung mit einer Klimaanlage, ja, dann komme ich mit einer nicht mehr aus. Dann komme ich mit 200 Amperestunden nicht mehr aus. Das geht ja nur um die Kapazität. Dann muss ich die eventuell auf 400 Amperestunden erhöhen. Das ist ja auch schon mal eine Hausnummer, 400 Amperestunden. Also ich sag's mal so, ich habe in meinem Lieblingscharisma habe ich 500 Amperestunden drin. Das hat sich damals so ergeben, das ist auch immer noch drin. Werde ich auch demnächst mal umbauen auf dieses System. Das wird auch mit Sicherheit ein interessantes Video. Dann fliegen aber auch noch andere Komponenten raus, die jetzt nichts mehr mit der Batterie zu tun haben. Da warte ich aber noch mit. Ich habe 500 Amperestunden da drin. Hier läuft alles autark. Ja, ich habe eine große Solaranlage auf dem Dach und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal an Strom musste. Ja, wenn ich jetzt in der Halle stehe, ja, dann schaltet sich mein System runter. Ja, dann habe ich ja noch so eine Box für eine Starterbatterie. Alles klappt hervorragend. Aber wenn ich in diesem Auto bin und ich fahre damit und ich benutze das und ich habe Föhn an, Kaffeemaschine, ich lade ja auch E-Bikes, auch zwei Mountainbikes dabei, meine Klimaanlage läuft im Sommer, gar kein Problem. Da bin ich noch nie ans Limit gekommen bei 500 Amperestunden. Also würde ich doch sagen, zwei Stück davon, ja, 400 Amperestunden, dann bist du ja auch da, in etwa. Man muss ja nicht 24 Stunden Klimabetrieb. Es geht ja nur darum, dass man abends mal einschlafen kann bei niedrigen Temperaturen. Ja, Leute, wie gesagt, diese Batterie wird es auch in Bockhorn geben. Ja, könnt ihr ab sofort vorbestellen. Ich blende nochmal unsere neue Homepage ein. Da haben wir ein Kontaktformular. Da könnt ihr alles anfragen. Nicht nur Lithium natürlich, Solar, Klima, Wechselrichter, das ganze Programm. Alles, was man so in einem Wohnmobil einbauen kann. Fragt bitte nach, lasst euch ein Angebot machen. Kleiner Tipp von mir, es wird dieses Jahr zu Lieferengpässen kommen, überall. Ja, da lasst euch auch nichts erzählen, dieses Homeoffice rächt sich jetzt irgendwann im Sommer, das ist so. Ja, ich habe schon Bestellretouren bekommen mit Angaben von Lieferzeiten, da denkst du, die wollen dich verarschen. Ja? Aber es ist wie es ist, bestellt früh genug, das wollte ich damit sagen. Lasst euch einen Termin machen, der realistisch ist und ja, fragt mich, ich blende meine Telefonnummer auch ein. Ihr könnt mich auch anrufen. Wie gesagt, ab 1.6. bin ich ja in Bockhorn mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute. Bleibt gesund. Abonniert diesen Kanal, damit ihr hier sowas nicht verpasst. Ja, bis dahin, euer Guido von GNSTV.